Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Pokémon Heart Gold in Saffronia City, wo wir jetzt eigentlich drei Möglichkeiten haben, Norden, Osten, Westen, aber wir wollen uns als nächstes mit der Route 7 in Richtung Westen befassen, die nach Prismania City führt und uns dort in Prismania City bekanntlich dem nächsten Orden widmen, nämlich dem Farborden von Erika. Was steht auf diesem Flugblatt? Auf dem Tunnelfahrt tragen schlecht erzogene Trainer Pokémon-Kämpfe aus. Aha, da gehen wir doch mal rein. Wieso kommen wir da nicht rein? Da kommen wir nicht rein, das ist ja doof. So. Ja dann, gibt es denn hier sonst noch irgendwas zu tun? Ich weiß, die Route ist rekordverdächtig kurz. Jawohl, hier oben gibt es ein Item. Mentalkraut gefunden. Okay, was ist denn das Mentalkraut? Ich sollte mich vielleicht bei Gelegenheit nochmal irgendwann auf die Suche machen nach den ganzen Sachen wie Metallmantel und so weiter. Also für die anderen Typen. Was ist denn das Mentalkraut? Es erlöst Pokémon von Anziehung. Ach ja, gut, das wird mich jetzt, glaube ich, demnächst so schnell eh nicht mehr betreffen. Deswegen tun wir uns jetzt hier erstmal ein wildes Pokémon an. Oh, Radfratz Level 17. Ganz selten. Umso besser, Drogon hat noch ein bisschen Training nötig und ich denke mal, ein Radfratz in Level 17 wird noch keine 40 KP haben, da bin ich mir relativ sicher. Doch, wow, 41 oder 42 scheinbar, bitter. Gut, dann noch ein Surfer hinterher meinetwegen. Und an sich ist die Route, wie ihr seht, wirklich rekordverdächtig kurz, allerdings gibt es hier durchaus, wenn ihr nachts ins Gras geht hier, relativ seltene Pokémon, und zwar Kramurks und Hunduster. Hunduster ist ja mit der Weiterentwicklung Hundemon durchaus ein erwähnenswertes Pokémon, würde ich sagen. So, jetzt sind wir aber schon in Prismania City und auch hier gilt, genau wie in Saffronia City, es gibt nicht mal halb so viel zu tun, wie man ursprünglich erwartet hat. Wir gehen mal eben kurz hier rüber. Alle erinnern sich natürlich noch an den netten Herrn hier drüben. Schwupps, mal gucken, was uns diesmal angeht, vertraut. Seit kurzem spuken hier in der Gegend lauter Slimer herum. Da, schau nur, an diesem Tümpel vor dem Haus ist auch eins von ihnen. Wo kommen die bloß alle her? Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Schade, ich glaube, sonst hat man von dem einen Sonderbonbon gekriegt, soweit ich weiß. So, da wir jetzt leider nicht Nacht haben, werde ich das wahrscheinlich offscreen machen müssen. Wenn ihr auf dem Dach eines dieser Häuser hier, ich weiß noch nicht mal, wie man da hinkommt, auf jeden Fall sitzt auf einem der Dächer hier ein netter Kerl und der erzählt euch nachts eine gruselige Geschichte. Und wenn ihr ihm zuhört, dann bekommt ihr dafür den Bandsticker. So, weiß der Henker, wo das jetzt ist. Wir gehen erstmal von hinten hier in das gute Einkaufszentrum, komme ich auch nicht rein. Toll, ey, wofür kenne ich denn die ganzen Tricks hier? Dann finden wir hier oben aber TM67, das ist die Aufbereitung. Sorry übrigens jetzt mal ganz nebenbei, ihr merkt es hier wahrscheinlich bei dieser Folge schon wieder. Erika nehmen wir uns natürlich direkt in der nächsten Folge vor, aber ja, es gibt halt zwischendurch immer sehr, sehr kurze Folgen, einfach aus dem Grund, weil es sonst irgendwie, ja, nicht so viel zu tun gibt, wie ursprünglich angedacht war. Ja komm, hier, zack, bums, den Baum hauen wir erstmal an. Wer weiß, was man da vielleicht drin findet. Nix, okay. Dann gibt's aber hier im Südosten, wo wir uns gerade befinden, noch irgendwo ein AP Plus versteckt. Da wüsste ich ja mal gerne wo, weil hier geht's schon zur Arena bekanntlich. Und das hier ist natürlich schon der Südwesten. Hier geht's auf Route 16. Da wollen wir noch gar nicht hin, oder wollen wir hin? Wollen wir einfach gucken. Nö, eigentlich nicht. Wir wollen uns erstmal gucken, was es hier alles noch so in Prismania City zu tun gibt. Also es ist komisch gemacht, weil irgendwie wird man kann sich denken, es kommt später noch einiges dazu, aber momentan ist erstmal hier nichts los, weil in allen Städten, achso genau, hier ist das Einkaufszentrum, weil in sämtlichen Städten irgendwie irgendwas fehlt. Achso, hier sind die Prismania Wohnungen. Okay. Hallo, dann gehen wir einfach die Treppe hoch. Und vielleicht finden wir den Mann ja, wahrscheinlich ist er nachts gar nicht da, aber dann kann ich euch zumindest zeigen, wo ihr euch wahrscheinlich diese tolle Geschichte anhören sollt.
Aha. Okay, hier ist immerhin der Aufzug. Oh toll, und wir glitschen. Momentan in 1S. Möchtest du zum Dach? Ja, genau. So, dann geht ihr hier rein. Hoffentlich ohne glitschen. Düm, düm. Dann bis zum nächsten Mal. So, und jetzt sind wir oben auf dem Dach. Ach, und das wird er wahrscheinlich sein. Trotzdem müssen wir da irgendwie anders hinkommen, weil. Ah, wir müssen aus dem anderen Aufzug steigen. Gehen wir mal hier rein. Oder bist du der nette Kerl, der uns die gruselige Geschichte erzählt? Ah, ich kenne eine gruselige Geschichte, die ich dir erzählen will. Aber halt, solange es noch hell ist, hält sich der Gruselfaktor in Grenzen. Okay. Also, wir kommen gerne nach Sonnenuntergang wieder. Weil der Bandsticker, das müsste dann der Spelltag sein, verstärkt Attacken vom Typ Geist. Wollen wir natürlich ganz gerne haben, warum nicht? So, diesmal glitschen wir auch nicht. Zurück in den ersten Stock. Ja, bitte doch. Da habt ihr das jetzt auf jeden Fall gesehen. Also mit diesem Mann nachts bitte ansprechen und dann könnt ihr euch nachts ja auch gleich mal auf der Route 7 einen Hunduster fangen. Also ich muss zugeben, ich bin großer Hundemon-Fan, nachdem er mir fast arge Probleme bereitet hat bei Top 4-Mitglied Melanie. Hallo? Was gibt's? Ich bin die Verwalterin dieser Wohnung. Aber so sicher wie sie gebaut wurden, gibt es hier nicht viel zu verwalten. Ich wusste nicht, was ich mit all der Freizeit hier anstellen sollte, also habe ich meine Pokémon mitgebracht. Ach ja, eins solltest du noch wissen. In dieser Residenz gibt es zwei Aufzüge. Vergiss das nicht. Ah, gut. Dann gehen wir mal hier hoch und benutzen mal den zweiten Aufzug. Dies ist der exklusive Aufzug von Game Freak. Ach so. Wähle das Stockwerk aus. Ja, gehen wir mal beide durch. Probieren wir mal den zweiten Stock. Ach, das ist, glaube ich, wieder der Raum, wo, genau, wo die Spieleentwickler sich selbst. Genau. Lyra, hey, Lyra. Oh, Nerd! Das musst du dir anhören. Dieser ulkige Sounddesigner da drüben hat mir etwas ganz Tolles gezeigt. Er hat eine Maschine, mit der man Musik wie auf einem Nintendo Gameboy hören kann. Wie progressiv. Wie retro. Er verschenkt sie an Leute, die alle acht Orden der Kanto-Arenen besitzen. Versuch's doch mal, Nerd. Bis dann. Ja, aber wir besitzen ja noch nicht alle acht Orden. Also er verschenkt scheinbar ein Gerät, das 8-Bit-Sound ausgibt. Auch nicht schlecht. So, hier vertreibt sich also quasi insgeheim der gesamte Game Freak-Vorstand die Zeit und der Sounddesigner und der hast du nicht gesehen, Designer. Ich mache diesen Job schon seit 20 Jahren, ja, das ist ja schön für dich. Also hier, wie gesagt, könnt ihr sie alle mal einzeln ansprechen. Findet ihr quasi die Entwickler des Spiels, die sich hier im Spiel selbst verewigt haben. Sei ihnen ja auch gegönnt. Jetzt bin ich mal gespannt, wer der Typ auf dem Dach ist. Ob der sich einfach nur eine Raucherpause gönnt oder weiß man ja nicht. Hohe Orte habe ich am liebsten, außer mir. Und heißer Luft gibt es keinen größeren Fan von Höhen. Oh. Kleine physikalische Anekdote hier, auch nicht schlecht. So. Dann wollen wir zurück ins EG. Und dann können wir uns einfach mal zum Ende der Folge nochmal in aller Ruhe die Spielhalle angucken. Die Preise sind allerdings identisch mit der in Ducatia City, in der wir, Schande über mich, ist mir dann letztes Mal so aufgefallen, noch gar nicht waren. Wir haben sie komplett außen vor gelassen. Wen interessiert schon die Spielhalle? Allerdings gibt es auch hier natürlich ein seltenes Pokémon. Und das ist Porygon. Und da wir ja unser Upgrade bekommen haben in der letzten Folge, könnten wir daraus sogar ein Porygon 2 machen. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass dieses Porygon ganz schön schweineteuer ist. Von daher. Gucken wir mal. TM-Items zum Tragen. Nee, die kann ich euch jetzt sowieso nicht alle so aufsagen, deswegen. Pantimos für 3333 Münzen. Evoli. Ach so, hier gibt es einen Evoli für 6666. Gibt es wahrscheinlich in Ducati City auch schon, Jens. Hätte man einfach mal reingucken müssen. Dann wüsstest du auch, wie man an einen Evoli kommt. Oder natürlich Porygon, wie bekannt, für 9999. Nicht schlecht. Er traut sich nicht mehr zu zocken, weil er sonst von seiner Frau rausgeschmissen wird. Kenne ich. Haben wir überhaupt schon Münzkorb? Kann ich jetzt hier irgendwie, kann ich überhaupt schon loslegen? Ja. Guck mal. Nehmen wir nochmal teil hier.
Ah. Ach so. Okay, er gibt uns einen Münzkorb. Herr Zock, bester Name. Zong, Tor 1, 2 oder 3. Ja, bitte doch. Prima, dann gebe ich dir jetzt diesen Münzkorb. Geil, dann haben wir jetzt endlich einen Münzkorb erhalten. Dann zeig mir mal, was du so kannst. Ja, komm, den nehmen wir richtig auseinander hier. Okay. Möchtest du Volto-Falle Level 1 spielen? Ja. Eins. Hä? Drei. Eins. 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 Drei. No! Gefailed. War zu offensichtlich. War zu offensichtlich. So ein bisschen wie Minesweeper. Ja, noch eine Runde. Jo, wieder verkackt. Du gehst leer aus. Naja, okay. Wow, das kann ja ewig und 3 Tage dauern, bis man hier mal gewonnen hat. Vor allem gibt es ja hier nicht mal scheinbar den großen Preis. Damals gab es mal so 200 Münzen, 300 Münzen. Kann man denn irgendwo Münzen kaufen? Das ging ja früher auch. Weil ich meine, Geld spielt ja bei uns keine Rolle. Zumindest in den meisten Situationen. Ne? 21.000 Poké-Dollar haben wir jetzt, aber wir können ja x-beliebig oft eigentlich die Top 4 rematchen und dann auch einfach platt machen und mit unserem Münzamulett so fett Kohle absahen, dass wir, glaube ich, jedes Mal an die Moment 40, oder ich glaube fast 60.000 Poké-Dollar kriegen. Von daher, ne, da kann man ja nie meckern. So. Kraftreserve, ja, gut. Ja, verrat uns mal, welchem Typ die Kraftreserve meiner Pokémon entspricht. Okay, Drogon. Dann wäre der Typ der Attacke Wasser. Okay. Nette Information. Wer also Bock auf Kraftreserve hat. Ich war genau 100 Münzen zu knapp bei Kasse. Also kann man hier tatsächlich nirgendwo Münzen kaufen? Das ist ja doof. Guck ich mal, was gibt's hier noch? Gab's nicht noch irgendwo ein Restaurant? Da hat man noch letztes Mal den Münzkorb gekriegt. Ja, hier, genau. Ah, guck mal. Mumpf, Mumpf, Mumpf. Ein Wettessen, dass ich das noch erleben darf. Echt? Kann ich hier irgendwo teilnehmen? Wo, wo, wo? Wettessen. Ich will auch Wettessen machen. Willkommen in unserem Restaurant. Leider können wir dich im Moment nicht bedienen, weil wir gerade mitten in einem Wettessen stecken. Aber wenn du möchtest, kannst du den Teilnehmern beim Essen zuschauen. Nee, danke. Geht schon. Ich komme klar. Ein Wettessen. Um einen Teilnehmer aus Sinnoh gemacht. Ja, meinetwegen. So, wir haben also noch nicht das versteckte, oh, Entschuldigung, AP Plus gefunden. Und ansonsten. Nein, nein, geht schon. Nein, ich will den Baum nicht. Ich habe einfach nur das AP Plus gesucht. Gut, dann sieht es aber so aus, als müsste ich zwangsläufig, um in diese Arena zu kommen, meinen Ultrigarier mitbringen. Und das alles wollen wir uns natürlich in der nächsten Folge in aller Ruhe angucken, deswegen gehe ich jetzt erstmal ins Pokécenter hier oben und besorge mir das schon mal vom PC. Zack, Nerd schaltet den PC ein, Bills PC, und während ich mich hier um mein Team kümmere, sage ich schon wieder Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, war Impergator, du hättest ja eigentlich den Eiszahn, ne? Wobei, Storm, du, ach doch, klar, du kannst ja Ampelleuchte, ups, ja, toll, da ist ja jetzt mal gerade gar keiner überflüssig. Ich wollte eigentlich Nidoking, also Nidorino trainieren zu Nidoking, aber das probieren wir dann später einfach, ist ja nicht so schlimm. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sage ich schon wieder Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben natürlich. Wenn euch das Let's Play und die Folge gefällt. Und abonnieren nicht vergessen. Und über die Infokarte oben rechts findet ihr natürlich die letzte Folge, in der mitnehmen, ja, mitnehmen bitte,
in der wir uns den zweiten Kanto-Orden schon verdient haben. Die Box hat aber arbeiten. Nein, und zwar war das der Sumpforden von Sabrina und in der nächsten Folge, ja, werden wir uns offensichtlich den hoffentlich den Farborden von Erika verdienen. Wir könnten ja vorher noch unser Ultrigaria hier zu Sazenia entwickeln, spaßeshalber. Gucken wir mal. Und deswegen bis zur nächsten Folge hier von Let's Play Pokémon Heart Gold. Ciao.